She was walking by, cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her. Like. Gute und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von Minecraft Millionaire. Mein Name ist Zockerpapa, aka Stefan. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was die. Was die Gerätschaften betreffen, um es nicht abbauen zu können, weil man kann hier nicht abbauen, so richtig so. Es ist ein Tinker's Construct Tweak, ein Zusatzmodul, das verhindert, oder was heißt das verhindert, dass es einfach angenehmer bzw. schwieriger macht, Dinge abzubauen, was aber auch gar nicht schlimm ist, finde ich. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen Dinge machen. Dann müssen wir Tinkers Construct ein bisschen abbauen. Und dafür sorgt, dass dass ich nicht mit einer Eisenspitzhacke oder so alles abbauen kann. Halt, das muss nicht denn. Das muss dahin, oder? Jawohl. So, dann haben wir die ersten drei Tische erstmal hier für Tinkers Construct hingestellt. Die ich brauche jetzt, um mir eine Waffe zu bauen. Und zwar, das werdet ihr gleich sehen, Schablonen, Basteltisch, Werkzeug. Jawohl. Es gibt aus Flintstone. Aus Flintstone gibt es Gegenstände. Oder aus Flint, aus Gravel, aus Gravel, Gravel, das ist Kies. Gibt es ein Material, also was Flintstone. Was heißt Flintstone auf Deutsch? Feuerstein heißt es auf Deutsch, genau. Da kannst du Feuerstein draus machen, wenn man Kies abbaut oder Gravel abbaut, dann gibt es keinen Flintstone mehr. Sondern das muss man jetzt herstellen. Mache ich mir auch noch eine Schippe oder so? Ne, da kann ich erstmal die alten Sachen benutzen. Ich würde jetzt erstmal hier mir eine Spitzhacke aus Flintstone machen. Also aus Feuerstein. Und damit kann man dann zwar noch nicht schon mehr abbauen hier, aber die sind lernfähige Materialien. So, dann mache ich hier noch ein K-Binding-Dingens-Kirschens. So. Und das kann ich jetzt hier hinten zusammen basteln, glaube ich. So. Dann das Binding Tool und die Dings. Und dann habe ich eine Flintstone. So, und das sieht man hier. Abbaulevel Stein. Aber hier gibt es noch Prozente, wenn ihr das seht. Und es gibt Abbau-XP. Bedeutet, die Axt oder die Spitzhacke oder das Schwert oder die Schaufel, die man dann mit Tinker Construct gebaut hat, wird besser, je öfters man oder je länger man sie benutzt. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zu nicht kaputt gehen kann. Also dass er unbrauchbar wird, sage ich mal. Deswegen gibt es ja so bei brauche ich Steinspitzhacke noch? Da werde ich noch mal ein bisschen benutzen dann wahrscheinlich. Ich werde erstmal hier oben reinlegen. So. Das bei bei Not Enough Items gibt es ja eine Möglichkeit einzustellen. Ich kann mal hier rein. Ich glaube, wo ist es drin? Bei Keybindings ist es drin, oder? World? Ne, wo ist denn das drin? Ach, ich habe schon wieder vergessen, wo das drin ist. Ach so, da ist es ja gerade. Hier oben ist es drin. Inventory Tweaks. Und da gibt es hier zur Reparatur aufheben an. Das bedeutet, tauscht Werkzeuge aus, bevor sie zerbrechen. Das bedeutet, kurz bevor das Ding kaputt geht, geht es oben ins Inventar. Und man verliert sie nicht. Und ich muss mir ja mal hier einstellen. Was ist denn hier los? Hier, was denn? Das ist aber auch so ein bisschen komisch, ne? Hä? So. Cheat-Modus brauchen wir, Set Utility-Modus brauchen wir. So. So, jetzt könnten wir das einstellen, wenn wir wollen. Ja oder nein? Also, das ist wichtig, dass das dann einstellbar ist. Und, dann geht die nicht kaputt, die Hacke. Oder je nachdem des Dings. Wenn man sie hier reinlegt, ist es hier reinlegbar, ist ja hier benutzt und dann kann ich hier mit
Feuerstein. Könnte ich die jetzt reparieren? Also gut, im Moment nicht. Ich brauche es immer noch nicht. Aber dann geht sie nicht kaputt und behält ihre Experience-Punkte. Also sie merkt sich quasi, wie oft sie abgebaut ist. Könnt ihr jetzt gleich nochmal gucken. Ich habe jetzt so ein paar Steine abgebaut. Und wenn ich jetzt hier ins Inventar mal drüber gehe und die linke Shift-Taste drücke, dann sieht man Abbau-XP 15 von 185 und Fähigkeiten-XP auch 15 von 175. Bedeutet, wenn ihr jetzt genug abgebaut hat, dann wird die am Upper-Level wahrscheinlich steigen und dann kann man natürlich hier die anderen Materialien abbauen, sprich die nächsten, die nicht das Steinlevel haben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das wollen wir jetzt mal hier praktizieren, so langsam. Das mache ich auch noch weg. Brauchen wir doch nicht, weil das Tinker Construct, wenn wir da noch ein, zwei Tische hinstellen. Da gibt es noch eine Erweiterung von diesem Werkzeugstation. Und es gibt noch so eine ganz genannte Pattern Chest. Das bedeutet, die ausgestanzten Schablonen kann man dann in dieser Chest sammeln. Also Chest heißt, was heißt Chest auf Deutsch? Kiste. Also wie so eine Inventarkiste. Und müssen wir jetzt mal gleich dann hier nochmal die Lampe hin. Oder die Fackel setzen wir nochmal. Wenn wir das nochmal ein bisschen weiter ausbauen, ich möchte es gerne zweistufig haben als normales, ja, wie will ich das sagen, als Treppenhaus werde ich das bauen. Ja, mache ich auch noch gleich eine hin wieder. So, und dass ich dann da normal hochgehen kann, wenn wir jetzt noch ein paar Stufen dann drauf knallen und dann sehen wir mal weiter. Da will ich mir noch ein bisschen Krawel besorgen. Damit ich dann da auch wieder ein bisschen Flintstone herstellen kann. Weil hier ist es nicht möglich, wie gesagt, dass, wenn man Gravel abbaut, wird hier nicht gedroppt. Also es wird kein Feuerstein gedroppt oder Flintstone. Ich muss immer hin und her, so Englisch und deutsches Wörter. Ich probiere das dann immer zu übersetzen und manche, das fällt mir aber schwer, weil ich die ganze Zeit die englische Version gespielt habe. Mich daran zu gewöhnen, dass es jetzt auf Deutsch ist. Ich habe das auf Deutsch umgestellt, damit man mit ihr und ich nachverfolgen können, was bei dem Millionär-Mod gesprochen wird. Weil ich finde es sehr wichtig, dass man das dann auch versteht. Sonst macht das ja auch keinen Spaß. Und deswegen habe ich das jetzt auf Deutsch gestellt. So. Aber dadurch gibt es natürlich Probleme mit dem Verstehen. Also sprich, mit den übersetzten Wörtern. Wenn ihr da Probleme habt, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr was nicht verstanden habt. Und sagt, hier, übersetzt es nochmal, Kollege Nacht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich finde es nicht auf dem Deutsch oder so. So, hier ist jetzt so mal schon noch Bronze drin. Oder Kupfer, da komme ich nicht, ich kann schon nicht abbauen. Aber das wird schon werden. Ich habe was zum Essen dabei. Natürlich nicht. Das läuft schon wieder los. Ich habe wieder nichts zu essen dabei. Das ist natürlich ganz normal. Ne? Das kennt ihr ja von mir. So, da könnte ich aber mal die Bacons hier hinlegen. Und hatte man einfach hier was drin? Jawohl. Denke ich doch, dass wir da noch was drin hatten, oder? So, die werde ich dann nochmal reinschmeißen. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen so vor sich her brutzeln. Und es tut uns nicht weh. So, ein Schlückchen trinken immer zwischendurch. So. Wenn wir das mal hier ein bisschen abbauen. Das geht natürlich nicht, wie üblich. Wäre ja langweilig, wenn es gehen wird. Also das geht dann erst später. Das ist aber auch, denke ich, sehr vernünftig und sehr realistisch jetzt gemacht. Mit diesen Erweiterungen. Was ist das? Was? Achso, automatisch auffüllen. Das werde ich natürlich jetzt auch rausnehmen in Zukunft. Also das seht ihr schon, da ist ein Fehler passiert. Ich ralle das aus. Sonst wird man natürlich hier wahrscheinlich noch das Programm vielleicht abstürzen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock zu. Also schalte ich es aus. Aber ihr wisst schon, dass es dann da ist quasi. Jetzt gehe ich hier hin, weil die ist ja kaputt. Die hat noch ein paar Schläge, aber nicht mehr fehlen. Die hat noch überhaupt keine Schläge mehr, oder? Doch, 5 Schläge hätte sie noch. Aber jetzt repariere ich die. Nimm sie da raus und leg sie wieder rein, bis sie wieder komplett repariert ist. Im Moment ist die Haltbarkeit halt nicht hoch. Die hat nur eine Haltbarkeit von, wo ist es da? 121 Schläge, mehr hat die nicht. Ist halt ein bisschen anfällig, ne? Aber da wollen wir ja hoffen, dass wir dann bald das Level erhöhen und dann kriegen wir auch ein besseres, bessere Haltbarkeit. Müssen wir dann mal gucken. So. So, was jetzt hier wichtig ist, also was ich jetzt sagen wollte, ist Tinker's Construct, finde ich sehr realistisch, finde ich auch gut. Oh, es ist dunkel. Hier machen wir mal, dass hier mir keiner mal was erzählen kann.
reinkommt oder so. Dann wollen wir hier ein schönes Fenster hinmachen, wenn ich dann Glas habe. Ja, so machen wir das. Also das ist wichtig. Ich bin als Realistiker dargestellt. Und das gefällt mir ganz gut, dass sich das auch entwickelt, dass man dann auch quasi, ja, wie will ich denn das sagen? Da wird man einem besser oder geschulter bei dem Abbauen quasi. So wird das ja dargestellt, dass dann hier halt nicht man selber besser wird, sondern das Material, mit dem er arbeitet. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Hier. Das ist doch mal weg. Hüpfen und hoppen. Und das finde ich eigentlich ja ganz in Ordnung, finde ich das, dass es dann so gelöst wurde. Das muss ich dann auch mal hier ein bisschen wegmachen. Ich glaube, das ist nicht so toll. Nicht so gewollt. Und es ist auch sehr dunkel hier. Das ist ein bisschen dunkel. Das macht keinen Spaß. So. Da können wir hier noch quasi die. Machen wir auch. Also die Treppe auch ein bisschen ausbauen. Von oben nach unten. Hauptproppe ich da noch anpassen. Dann die Kanten weg. Die dann, wo man sich dann quasi Kopf anhauen würde. Machen wir noch. Aber immer alles noch am anderen hier. Da habe ich auch schon mal hier was drin gebastelt. So. Und da muss man aufpassen hier, dass man nicht vom Kies erschlagen wird. Ist das sehr unangenehm. So, aber hier könnte man doch auch mal. Ja, toll, hier könnte man mal. Toll. Erstmal gleich die Fackel weggerupft. Was ist das denn? Hier könnte ich doch noch einen Gang reinmachen. Also quasi nochmal ein Fenster einbauen. Das mache ich auch. Ja. Dann bestimmt kann das Kies auch mal rausrupfen dann, ne? Was machen wir dann noch? Machen wir dann noch, ist kein Problem. Oh, jetzt ist es besser geworden. Was habe ich denn bekommen? Du schwingst, es kommt Umgang Spitzhacke. Plus 1 Eile, also ich kann jetzt schneller die Spitzhacke rumhauen. Oh ja, das merkt man auch sofort. Das ist ja Wahnsinn. Oh, die Sonne geht auf, juhu. Das sieht doch auch schön aus, oder? Da ist so ein schönes Panoramafenster hingebaut. Alter, das mache ich auch. Das sieht gut aus, oder? Wie sieht das aus? Sieht sehr gut aus. Gefällt mir sehr gut. Also wie ihr seht, ist die jetzt verbessert worden. Wir können jetzt nochmal gucken. Ihr seht, Fähigkeit ist komfortabel. XP 4 von 230, das ist wieder gestiegen. Aber die Abbau-XP habe ich noch nicht erreicht. Bedeutet wahrscheinlich, wenn ich jetzt den nächsten Abbau-Level erreiche, dann kann ich wahrscheinlich mehr Materialien abbauen. Und das werden wir dann auch mal gucken, ob das dann auch so ist. So, das ist wirklich schneller geworden hier. Das ist ja Wahnsinnsgeschwindigkeit, die jetzt hat. Merkt ihr das so? Merkt das sofort, ne? Also ich merke das sofort. Das hört man dann auch gleich. Ist viel schneller geworden. Aber es ist gut, dass ich noch eine zweite... ich muss mir eine zweite Axt mitnehmen. Zweite Pickaxe mitnehmen. Ich muss noch eine machen. Falls die eine dann kaputt ist, dass man dann nicht irgendwie wieder den ganzen Weg zurücklatschen muss, weil die hält hier nicht mehr lang. So. Jetzt hat die plötzlich blitzt ein Licht an der Spitze auf. Spitzhacke in Klammern plus 1 Abbaulevel. Bedeutet jetzt, ich kann abbauen Kupfer. Also, das bedeutet, ich kann jetzt Kupfer abbauen und dann kann ich natürlich auch Kupfer brennen und kann dann Kupfer Ingots herstellen, also sprich Kupfer, wir hatten noch Atzenschläger, den noch. Ich gehe mal runter und repariere die mal und mache mir nach eine zweite. Und dann kann man ja die auch aufrüsten auf Kupfer. Ich glaube, die Köpfe und so kann man austauschen, dass er auch als andere behält. Ich meine, das geht so. Aber ob das mit diesem Tisch geht, weiß ich nicht genau. Ich will jetzt mal gucken, habe ich jetzt noch hier Kies? Haben wir noch? Ja, so. Und dann machen wir nochmal hier, dass wir immer schön genug links haben. Und dann werden wir hier gleich nochmal reinschmeißen und dann die Dings reinschmeißen und dann ist sie schon repariert. Wunderbar. Aber ich muss ja hier nochmal, wo habe ich das denn hin? Ich wollte mal nochmal, mache ich jetzt einen Spitzhackenkopf schon damit oder mache ich die aus, kann ich die aus Bronze dann machen? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht, ob ich Bronze-Dings machen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt müsste ich auch hier das abbauen können. Kupfer meine ich. Weißt du? Und da geht's abzubauen. Ist es nicht schön? Ist es nicht herrlich? Herrlich? Es klappt. Juhu. Ach, dann kann ich bestimmt auch Kohle abbauen. Jawohl, kann ich auch abbauen. Und das werde ich nicht abbauen können. Doch, oh, das kann ich auch abbauen.
Apatiterz, was das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also da seht ihr schon, es ist die aufgestiegen quasi, die Spitzhacke. Und dann kann die schon ein bisschen was abbauen, ne? Was ist das hier? Zinnstein, Zinnerz kann ich jetzt abbauen? Zinn kann ich noch nicht abbauen. Aber ich glaube, Aluminium und sowas geht auch. Weiß ich genau. Werden wir dann sehen. Jetzt werden wir erstmal hier den Weg runterbauen beide. So. Und dann muss ich dann mal so ein bisschen.